Welkom Tim Tabzingen, wie freuen wir uns, dass du eingeschaltet hast, dass du YouTube, dem Kanal aufgemerkt hast, von Exalta Jesus. Und wir freuen uns, von das war mit Jun Tab, der Tab Singen zu haben, wo wir von Gott sein Wut lernen. Aber nur am Anfang, weil wir Gott singen, ich lade dich an, mit zu singen, wo du bist. Rapp dich in die Familie, Tab, oder wie immer du bist. Und singt mit uns mit. Das ist die Leute heute, ich habe einen Freund, der mir Gott ist, der redet von Jesus. Ich hoffe, den hast du auch. Wenn nicht, dann kann er dein Freund werden noch, nicht? So, hola Tab. Ich hab einen Freund, was mir Geld ist. Diese Frau, es wird Gott wirklich gut, wann mir das vielleicht so schlecht geht, oder mir passiert das, oder mir passiert ja nicht. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott ist gut. Der läuft nicht bloß, sondern der ist gut. Dem sind ja Läufe, die hielt niemals ab, wenn es er ist, eben gut. Und er ändert sich nicht. So, wenn du der schwere Sache gehst, das sind manchmal Konsequenzen von der Folge von dort, wo die Menschen die Dune haben. Und dort ist eine Folge von der gefallene Mensch, von all bitte Sinnflut. Nee, all viel Eier, nicht? Nicht heute die Meister hinunter. Nicht der Sinnflut, sondern Fuß auf dem Garten Eden. Du wirst das all, dass der Mensch voll ist. Und von dann, was wie immer war, schwer erleben. Krankheit, Weidau, Schweiz sogar. Das sind alles Sachen, was wir von dann erleben, wenn es dem Mensch gefallen ist. Und du und ich sind in den Buren. Aber Gott ist immer du, dass sie ihn sehen, Jesus Christus, verjährt unsere Sünde. Und sicher wie heute, auch in der schwanzigen Situation, wo wir sind, heil läuft uns. Immer.
streben, der sich stahlen alles von mir abhelfen lieb, wenn sie Qualitäne lehren. Qualitäne, deine Stammwelle kehren, Qualitäne lehren. Qualitäne, deine Sechwelle sein, Qualitäne lehren. Qualitäne, deine Stammwelle wie mit Jesus unterwegs sind, dann sei wie auch, wenn wir Kinder Gottes sind, ich will dich handeln lehren. Wenn du das lehren von Gott, das hier dich ab, wenn ich mich einmal bekehrt habe, dort jetzt immer wieder, dort soll wieder gehen, wie will ich immer mehr von Gott lehren in unsere Läufe, wo du dich wusstest. Der wird gerade geworden, je mehr wie auch verstohlen in seinen uns Leben, wird heute für uns die Dune haft. Meine Hoffnung ist in Gott allein. Hei ist mein Licht, die Kraft, mein Stein. In dieser Stein, du hast die Grund. Steigt dich der weiße Dreh, die Stadt. Behüllt der Leid. Man hat's nicht erst, man ist nicht fehlt. Mein größter Trost, mein All in All, fostert mich an Christus Leid. Heut schäum hier auf, in Wartes Sand. Wie ein Kind, oh Mann, ja Gott, heu brach dir Leid, in dir rasch dich her, heu kämpfe dein Wort am nicht wohl. Das drei Wort Leben, ja. Du hast dort Kraft, sind scharper Lach. Licht für die Welt, hei brach den Dach. Ob ging dort Kraft, ne Scheine fremd, hei lebe Gott. Schuld, nicht meine Angst, löst euch die Kraft von Christus jetzt. Von Anfang an, bat von mein Welt, heu wird mich durch sein Wirt.
Dankeschön, Jesus, dass du das Fanzidone hast, dass du im Graf, im Kriegsfanz gestorben bist. Du gehst im Graf nennen, ein stundswahrer Abend. Und du sagst, wenn wir in dir sind und du in uns bist, dann kann diese Welt uns nicht von dir trennen. Wenn wir in trübelnden Tiden sind, durch den ganzen Covid-19, wenn Menschen sich große Sorgen merken, wenn Menschen nicht weiter, wie das wieder soll, mit der Prise, mit dit, mit dort in die Hand, das eine weit wie, du bist bei uns. Wir wollen, dass du uns nicht verloren hast. Wir wollen, dass du uns immer lebst und dass du uns wird Schreitschaft tust, Möglichkeit geben, auch in dieser Zeit, die zu loben, die zu preisen, von dir zu lehren, die anzubeten, Herr, und mit dir zu gehen. Das wird wir wählen, das wird daran, weil wir uns festhalten, wenn es die Welt kann uns nicht trennen von deinem Leben. Keine Kraft kann dort. Dankeschön dafür. In Jesus die Nummer. Amen. Liebe Teilhörer, scheint, dass wir ab diesen Orten wies uns mit Gott sein Wort beschäftigt haben. Und ich möchte der Anstammung von dir auch die eine Karte Geschichte verteilen. Andrew Jackson, der reist zu einer Zeit im nur die Kanadas nennen, nur eine Siedlung, wo er das Wort Gottes predigen will. Und während einer langen Fahrt all, kämpft er in einem kleinen Hotel an, wo er dann geplant hat, er übernachte. Und dann war er sehr freundlich von den Wirtslied abgenommen, welkom je heute, die ganz interessiert wäre an seinen Ankommen und am den Gast schafft dort beide. Am Frieden lute, dass er mit ihnen einen Kaffee trinken, dass er mit ihnen könnte den Donkass essen und einmal Gemeinschaft haben. So, der wird der verteilt am das Fuß, dass er wir von der Siedlung, wo er hinfahren will, durch wie er gewassen hat, dass er erfahren, dass er kommen will. So, folge dessen, wie er sich freut, dass er kommt. Er hat sich darauf bereit gemacht. Jackson, der trägt seine Sache in sein Zimmer und sitzt durch einen Blick durch eine Früh, der die Fenster putzt, der in so einer Trüge gesagt hat. So am Latot nicht Tag. Aber hier trägt das Wirtslied, was am so Welkom heute hat und am Angelot hat, am Multaub einen Kaffee zu trinken und am Bett spazieren zu können. Und dann redet sie in Vertale, genäute dem Oventur, wo dann ab einmal des Wirtsmann antwortet, dass er zum Mariens nicht unbedingt bosig ist, am wieder Therese, und dann hat er dem Verschlag, du hei in seine Früh Christe sind, hat er dem Verschlag, dass er diesem Pastor wird Frau noch eine Besinnung zu bringen, du für all die Jast, was du beanblüfft und verernt. So, Jackson ist ganz bei der Sache. Und er sagt, er wird auch verschlungen, dort bin ich bloß der Jast, Kreuerdeide, sondern auch der Arbeiter, der hier im Hotel arbeitet. Und er hat im Hinterkopf das Gesicht von dieser Früh, der sehr traurig ist. Und dann sagt er diesem Wirtsmann noch, diese Früh, die wird er hier in der Bi haben.
Doch dort bringt der Simon ein bisschen die Schuf und sagt, das endlich nicht so, gewünscht, wenn es heute nicht geht, wer geht seine Jas dort wird, aufnehmen, wenn diese früh auch wird du sein. So dort eine Ersicht einen indianischen Sturm durchkommt der Herr und der hat viel Schreitlichkeit erlebt in ihrem Leben. So, er wollte nicht Geld auf die seine Jastlied, da wo er mit richtig angehen kann. Und er schlägt dann für, das bitte nicht. Aber Andrew sagt, ich möchte, ob er dort du bist. Ich möchte, dass du bist. Und wann jäfft er doch einen Platz hängen bei der, wenn es dort der Korn teuerhörchen. Okay. Sie sind dann so angeweiligt, und dann aus der Mariestunde an gekommen ist, versammeln sie sich durch in der Jast, wo gekommen sind, Frühstück zu essen, die sind ganz bei der Sache. So, heute bringt sie eine Karte Botschaft, und aus der dann alle vor dich hand, verabscheiden sie sich durch, wo sind beeindruckt, wo sind kommen sich bedanken bei ihm, und andere haben bloß auf. Doch diese Früh, die blieb drei. Und als er dann noch seine Stuhl wird, dann kommt er am Hinjaron und flüstert am Ohren und fragt am auf er, wo sei am Wort Frau Stahl kommen. Doch, sagt er, sie möchte, dass er beten lässt, sagt sie. Sie versteht nicht viel von dem, aber sie hat von Sinnet, was er dir geredet hat, nicht euer Säge hier, denn sie möchte beten können. Okay, sagt er, das ist kein Problem, ich wollte beten lernen. Das heißt, bitte nicht ein langes Gebet, weil ich habe nicht eine Schulbildung, ich sie nicht gelehrt, ich kann nicht viel im Denkhölle. Und dann sagt ich kein Problem, ich wollte die eigentlich lehren, was ein Wort für jeder Finger ist. Und dort ist ganz kalt, und dort sollst du jeder Tag beten. So heißt er, ich wollte am einen Weg weiterkommen, und dann wollte ich die Frau, weil die dort gegangen haben. Die Früh ist dann auch spannend, was sind das dann für Karte wird, was ist das für eine Karte Gebet mit fünf einzelnen wird. Dann sagt er, bet so, wies mir, wer ich sie. So, na, das ist alles. Dann nicht mehr beten, wies mir, wer ich sie. Okay? Sei so, wird das im Denkhölle. Sie so, wird sich an ihre Finger erinnern, sei so, wird das im Denkhölle. Das Pastor hat oft nach der Siedlung, wo er sein Ziel hat, Hand vor. Und diese Früh, der betet das Gebet in dieser kommende Weg. Am Weg kam er, war er drei in diesem Hotel, und er kündigte sich kurz bei dem Wirtsmann, wer sitzt mit dieser Früh, die Arbeiterin. Oh, sagt er, dort ist alle Tag furchtbar geworden mit dir. Ich habe das als sehr schwer mit Arbeit einfach gehen lassen. Weil es das Licht Tag für Tag schwan damit. Und dann erkundigt er sich, wo der Erste jetzt an. Und dann fragt er, wer das geht mit dem Gebet, was er geliebt hat. Und sie sagt, davon redet, sie hielt er los. Das ist sehr schwer. Und dann sagt er, Gott, dann wollen wir nicht abhören mit dem Beten. Sie erinnert sich an Teufel. Und immer mehr kommt ab, und immer mehr kommt ab. Weil sie beten, dass Gott erwiesen soll, wer sei wir. Dann sagt er, er würde ein anderes Gebet lehren. Aber das soll aber auch eine Karte sein, weil sie können nicht fehlen, denke ich. Ja, das würde auch weiter viel wert sein. So, nun soll sie wieder beten. Nun soll sie beten, wies mir, wer du bist. So, ihr schaut sie Gebet, wies mir, wer ich sie? Und nun soll sie beten, wies mir, wer du bist. Da fragst du früher, wie lange soll ich das beten? Das kostet für den Rest von deinem Leben beten, sagt heute Abend. So, die Zeit für jetzt, die früher hat das verstanden, dass, was sie beten soll, und sie tät das auch. Nur, mir ja Lothar, wird er angelot, und er am Jahrend eine Botschaft zu bringen. Und er fährt da an, das ist eine Kirche, die da vor dem Karten gebüht worden ist. Da fährt er da an und trifft sich mit den Menschen, da sind viele junge Menschen, da sind Frauenmenschen. Und dann ist das abfällig, weil
viel Freude ausstrahlen und wie Freude ihre Leider sind. Einfach, was das für eine Freude falsch ist und viel Junge. Und dann kommt er nur dem Pastor von dir und dann sagt er, seinen Eindruck, was empfinde ich hier, was ja einfach, das scheint einfach schön zu sein. Diese Menschen sind angesteckt, die sind Frau. Ja, sagt der Pastor, und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe meistens nicht das, was ich tun, sagt er. Da sind ein paar junge Lied, die sind so begeistert und die sind so angesteckt. All das, was hier kommen, dass die meisten sind von denen angelohnt worden. Und dann vertalt er an, von der Zeit, die haben sich vor dem Karten befreit. Und dann vertalt er an, dass das es sehr früh ist, ein jonischer Sturm, wo der herkommt. Und es ist eine junge, eine angebildete Früh. So, man stand, was sich alles erhebt hat. Und dann sagt er, fällt einem irgendwas ab. Dann sagt er, ich würde jeden Mal mit dem Bett vertalen. Und dann bringen sie die Tür an, das ist eine abgeriebene Früh, die ist ganz in Ordnung, und strahlt über dem ganzen Gesicht. Und ich den begreist am Scherat an der Hand, wie sei weit Fuß, wer er ist. Bloß er weiß nicht, wer sei es. Und als sie den Zweifel in seinem Gesicht erkannt, über wer können sie sein, dann fragt sie, erinnerst du dich? Und das Gebet von fünf Wien? Dann fall am dort an, was passiert wir. So, er breit am Wader und sagt, ich bete alle Tage das Gebet. Wiss mich, wer du bist. Und Gott wisst mich alle Tage wieder, wo ich sie. Und dort ist, was mich von dir bewegt hat. Dort ich dort in meinem Leben sei, in meinem Mitmenschen erleben sei, die Wichtigkeit, die zwei Sachen. Dass ich sein kann, wer ich selbst sie. Wer ich selbst sie. Woran ich sie, was ich sie. Aber dass ich auch wieder schicken kann, und dass ich sein kann, wer ist Gott. Wer ist Jesus. Wer ist dort? Wenn wir wollen im Glauben standhüllen, in den Sieg behüllen, was am eng, dann macht wir uns erkennen, wer und wer wir sind. Und dann macht wir uns erkennen, wer und wer Gott ist. Wir können nicht gewinnen, ohne zu wissen, wer Gott ist. Und du macht wir am Channel lehren. Und ich sehe dir ab, ob ein Beispiel gekommen, wo Jesus aus dem Gleichnis vertalt hat, ob an eine Form von einer Geschichte. Und dort fängt wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 15. Da vertalt er eine folgende Geschichte so. Dann seht er, ein Gewässermann, der hat zwei Jungs. Und der Jüngste seht zu seinem Vater, jef mir mein Port vom Aufgeld. Dort mich traft, und hei deil dann er Geld üt. Und dort dir duck nicht lang, dann packt der Jüngste sich alles taub, und reist weit von Thys in ein fremdes Land. Und du vermachelt er all sein Geld, der sein willet leben. Und als er erst nichts mehr hat, kam eine große Hungersnot in das ganze Land, und ihm fehlt dort an alles. Dann ging er und vermeid sich, wie ein Landesberger. Und er schickt ihm nur den Stab der Schwinterheide. Er wird sich all jeren der Mäu mit often Schäuten gefällt haben, der die Schwein freute. Aber keiner jäuf am Dei. Aber als er zur Besinnung kam, sieht er sich selbst. Wie viel gemeide Arbeiter Eva, hat mein Vater, der genug Brot in dem Everchen habe, und ich mit von Hunger am Kuchen? Ich war mir abmerke, und nur meinen Vater gehen, und der ihm sage, Vater,
ich habe gegen die und gegen den Himmel gesündigt. Und sie dort nicht mehr wird, den sehnt heute. Lud mir einen von denen euren um den Arbeiter sein. Und heu ging durab los und scheim nur seinen Vater. Und sein Vater sag am all von weit auf kommen. Am Jauma dort, Eva seinen Sehen in der Rand, am Entjähen, fällt am Arm in Jäuf am einen Kuss. Dann seht Sehen zu am Vater. Ich hab jenen die auch jenen den Himmel gesündigt. Und sie dort nicht mehr wird, den sehnte heute. Aber der Vater seht sie nicht nice. Bringt mal dort Baste Kolf her und Entschuldigung, bringt mal ein Bastelkleid her und trägt am dort an. Nehmt seine Hand und streibt am einen Ring ab den Finger und bringt am Schau an das Radje. Und bringt ein gemastet Kalf her und schlacht dort und dann will wie Ete in Frau seine. Willst dieser Mien sehen, der wird tot. Und er ist zum Leben gekommen. Er wird verloren, er ist gefangen worden. Und sei fangen an, Frau zu sein. Der Älste, Opa, der wird auf dem Stab. Und als er nur dann um Hüstheim in der Musik hielt und sagt, wo sie tanzte, räubt er sich ein Knastan und fragt, was da für geht. Er sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat dort Maskolf geschlacht, weil es er am gesund wahrhaft. Dann wir der Älster sehen dall und wohl nicht nennen gehen. Dann ging der Vater rüt und brach er am Nennen zu kommen. Der sehen aber, sagte seinen Vater, tschick mal, all diese Jahre hab ich die gedeint, und sie niemals jen angewasst, und du bist mir niemals, hast mir niemals einen Bock gejeft, dort ich mit meine Freund können ein hohen Dach leben. Aber nu, als dieser den Sehen, aus dieser den Sehen scheim, dein Geld mit Hure vermachelt haft, hast du für am dort Maskolf geschlagen. Hei übersehen, Tam, mein Sehen. Du bist immer bei mir. Du bist immer bei mir. Alles, was ich habe, es obdient. Dort ist doch ganz am Platz, dort wie ein Frauendach feiern, willst dein Bruder, wie deut, in es zum Leben gekommen. Hei wir verloren. Und es gefangen worden. In dieser Geschichte fing wie das Beispiel von dieser Früh war da gejeft. Das Gelegnis, was Jesus vertalten. Er redet, hier kommen drei Personen, sei ja klar, zum Verschieden. Du hast einmal der Jung, der alles vermachelt hat, und du hast einmal der Vater, der das Aufgeld verteilt hat, und du hast auch einmal der Jung, der zu Hause geblieben wie. Der Älste. Weil wir uns die einmal ein bisschen betrachten. Der Erste, der verlangt an, weil er hat seinen Blick ab dort gesagt, was am können göttliche Gefühle vermitteln. Er hat seinen Blick ab dort gesagt, was der Vater all mit Antöp Töp geschafft hat und geläuft, dort leben, dort wir in dort Wille du sein. Dort einfach verfagieren, dort einfach verleben, dort einfach vermacheln. Und er hat nicht daran gedacht, dass der Qual dann ladig ging. Er hat nicht daran gedacht, dass das sinnhafte Leben keine Qual ist. Wir lesen das in der Bibel, dass Jesus uns wutterte bei der Haft, was in uns eine Qual wird, was niemals ausdrehen wird. Das ist aber nicht so mit dem sinnhaften Leben. In diesem Sinn voll, hier dort soll er schwind ab. Am wird das wahrscheinlich schon gegangen haben. Weil es heute in ein fremdes Land, wo er keinen Kontakt zu seinem Vater noch zu seinem Bruder hat.
Du hast hier alles verbrückt. Was ging hier mit dieser Situation an? Er muss einmal dazu kommen, dass er sich selbst zu sein kriegt. Und dort muss er über ganz bad unkommen. Er hat nicht immer gehört von dem, was sein Vater ihm mitgegeben hat. In Wirklichkeit, all das, was er erwartet hat, hat ihm den Sprung gegeben, dass er heute im Leben ankommen und in einer falschen Mann sein. Bloß, er hat einen schlechten Weg angeschlagen, wo das nicht gute Frucht bringen kann. Das freut sich allerseits ab. Nun muss er einmal dazu kommen, dass er ganz ohne wir. Er wird ganz ab andere Hand gewesen und er kann erkennen, dass das bei seinem Vater anders wird, als hier, wo er am Schweinstrach sagt und wünscht, mal das Schweinsfeuer essen zu können. Weil es ihm einfach Hunger sein. Aber er muss sehr tief raufkommen, damit er erkennen kann, dass das Geld auf dieser Erde ihm wahrscheinlich nicht das Leben bringen kann, was er als Mensch brücken kann. Das Vater, der wir ab seinem Bett angegangen. Das Junge wie frei, der kann sich entschlüten, was er will. Er wird in eine Familie geboren, wo das wahrscheinlich Geld hat. Weil der Vater hat Theater, der Vater der hat Arbeiter, der hat Angestellte, so da können andere von Eten, ich stelle mir so vor, der wird Geld auf, ab wirtschaftliche Sicht sein. So er hat alles, was er braucht. Bloß er lebt mit einmal das Leben, das wir in eine andere Welt, als in der, was er tust, keine gelebt hat. Doch der Vater sagt, wenn du lebst, dass das Geld ist für dich, ich gebe dir, woran du mich betest. Ich lasse dich los. Das Vater lässt seinen Jungen mit seinem Aufgeld gehen, ohne dass er am Tree hält. Was im Wort vom Vater für sich gegangen wird, seine, ist hier nicht beschrieben. Aber wie seine dort ein bisschen wieder? Und die Reaktion vom Vater, als er zurückkommt, wird wirklich in ihm ist. Als das Junge einmal bei dir gekommen ist, dort er ansieht, wer sie ist. Wo sie ich hingekommen? Was ist plötzlich mit mir passiert? Ich sie einfach verloren. Ich sie in eine Welt gekommen, wo ich vielleicht wirklich nicht haben wollte. Und ich sie bei einem Trach gekommen, dem ich mir nicht gewünscht habe. Und nicht vorgestellt habe, dass er in mein Leben für mich stehen wird. Bloß der ist plötzlich du. So meine Entscheidungen sind fehlgetroffen. Und er sitzt dort an. Er kommt zu dem Moment, wo er sagt, ich muss seine. Wer ich sie. Und ich muss seine, wer ich sie. So er sieht dort, seine Entscheidungen wären falsch. Und er sagt, ich sie bereit, der Folge für meine Entscheidungen zu drehen. Und er ist sich eigentlich sicher, dass er als Arbeiter wird Anstellung kriegen, wenn andere Arbeiter das auch. Bloß er wird als Folge für sein Angehorsam auf seine Kindschaft verzichten. Er sagt, ich sehe reid, nicht mehr dein Kind heute. Ich sehe reid, ab mit zu nehmen in deiner zu heute, auch wenn du in Wirklichkeit mein Vater bist. So habe ich reid, zu seiner Sache zu stehen. Habe ich reid, seine Sache ganz ab Grund zu gehen. Und er nahm sich dort fair, als er am Schwingstrach traf, ich war noch mein Vater gehen und ich war dem dort bekannt. Und ich war dem sei, ich habe dir in die und ich habe jenem Himmel gesündigt. So, dass ich alles vermachelt hat, dass er in sinnhaftes Verhöhle. Und dort hat er ein Gesein. Gott hat ihm gewesen, wer er wir. Gott hat ihm gewesen, wer er wir. Als er dann um Vater abteilt, dann sei wie dort ganz tatsächlich, dass er eine Haltung in seinem Leben hat, der am zu Buße gedrungen hat. Er hält dort bei. Er hat ja nur Geld können sagen, wow, passt, doch so beeindruckt und freut, dass ich komme. Ich kann ja bloß still sein, nicht? Ich stelle mich so vor, der Vater, der wird so begeistert, dass sein Junge zurückkommt und der andere mit offenen Armen sind gehen. Der würde ihm wahrscheinlich vielleicht auch abgenommen haben, wenn er bloß wie still gewesen ist. Ich sehe ihn nicht gekommen, nicht? Ich sehe doch Frau Freddy über mich. Doch er behält das bei, was er sich dort hingefährgenommen hat. Ich war ein paar dort bekannt, dass ich versündigt. Ich sie in Sinn gefallen, ich habe mich diejenigen immer versündigt und ich habe mich dem Himmel jenen immer versündigt. Und so deutet er dort.
Og så da ikke sagt han, dann und ja bracht de vor da amol mit all de Sache, junges geholt mol detten geholt mol janten jaft anordnungen, des hat de je starve wir, des dem lewe je kommen. Des hat de deut wie en sinde fürs kloft, der is plötzlich der gedrungen in de lebt en es unja ans. De vor da rand am entjen. Ich las einen Text in einer Studienbibel, die Jimmy Swagger, der Evangelist, geschrieben hat, die Utleihungen dazwischen geschrieben hat, nicht die Bibel. Und er sagt, das ist interessant, das ist der einzige steht, wo Gott sich überhermerkt heran. Wo der Vater ab jemand herant. Sonst rannt Gott nicht. Aber der ist so hand, der ist so erfurt, er hat genommen für dort, was in diesem Jung passiert ist, dort er ab dem Tyrant so wichtig ist, am dort er dem Leben gekommen ist. Und Jesus vertalt in diesem selben Kapitel, an der Anfang all das Beispiel von der Schub, man hat verloren wird. Und das ein verloren von 100, ist doch ein Dünn, nicht? Ein Meier, ein Wenja, und 100 merkt dann nicht so viel üt. Aber er sagt, wer von denen, der den Schub ihn, wird nicht den einen nehmen, die Stunde lute, und jetzt sieht das eine, was am fehlt. Und wann er das gefunden hat, dann hat er das nicht plötzlich gefunden, da reicht das nicht höchst, nicht. Dann sehe ich Frau. Ich freue mich, dass ich lud andere einen sei, was mir passiert ist. Ich habe einen Schub verloren, und ich habe das gefunden. Wir haben Grund zu feiern. Du fuhrst nur, vertalte ein Beispiel von einer Münze, die verloren wird. Und eine Frau, die sich ganz überhermerkt, Licht anstalten, flieht dich und fängt zu sichern, was sie dir gefunden hat. Und du stellst dir das Badersee durch, dort die Frau, die behält diese Freude nicht für sich, die hat dort gefunden, ein Steck, was für Arse fehl wird hat. Und dann sag ich dir, dann deutet dir das mit, dann lud dir an und sag ich, weil wir feiern, das Gründe vier. Immer war da, merkt er in Bezug ab, wie wichtig sind mir die Menschen. Lieber Tahira, wie wichtig bist du für Gott? Heu ist bereit, wenn du abkämpfst, dass heu die Wort mit Upno Orems entjähen rane, kreiten deint, wer verschwindt, kreiten deint, wer verbiestert, kreiten deint, wer verloren, kreiten deint, wer fürs Kloft, kreiten deint, wer gebungen du bist. Hei as du en rand die mit upne Orms entjähen, aber du machst einmal seine, wer du bist. Du machst einmal seine, wer du bist. Und dann kannst du bei dir kommen, dass du wirst das Wort Gottes erkundige. Du wirst Jesus Christus sein Wort erkundige. Du wirst das erfahren können und du wirst erkennen können und seine kennen. Wer ist hei? Wer ist der Vater? Der Vater hat hier auch Geld können zu diesem Bengel sagen, der nicht trägt, alles verhüllt und verfahrt hat. Der kann dem sagen, du, ich hab dich gegeben, du hast dort besser merken können. Geh und sei, was du mit deinen Schwein anfangen kannst. So ist das Vater hat nicht. Das Vater hat es so, kreitchen deint, wer und wo du bist. Wenn du erkennst, wer du bist und wo du bist, und die Busse, der ist darüber in einem Vorderkämmt, der streicht seine Ohren aus, ohne Verurteile. Der wird die nicht verurteilen, sondern der nimmt die ab. Und der wird die auch nicht aus dem Knecht anstellen, der nimmt die aus dem Kind ab. So ein klarer Beispiel, als Jesus ans hier vertalt hat. Dann kommt es als der Bruder, woran der Vater dem nicht angelot hat, weiß ich nicht. Aber der Gläubige chant das Wort vom ältesten Bruder. Der sagt die Bibel, der wie ein Stab. Und der hat auch keinem daheim geschickt, dem zu sagen, dass er kommen soll. Der sagt einfach bloß, weil wir feiern. Hier ist keine Zeit zu verlieren. Hier ist wer vom Deuten um Leben gekommen. Hier ist wer verloren gefunden geworden. Hier ist keine Zeit mehr zu bleiben, zu warten, weil wir fast merke, ring ab dem Finger, nie Kleider an, schau und trage, nicht einer, der hier an der Kante rundsetzt, mit dem Tötchen, was der andere deine, mit dem Kranz nennen, wie viele, die hier hirscht zu uns. Das ist drei gekommen. Doch plötzlich mit einmal, aus der älteren Jungen dann drei kommt, dann hört er, hier ist irgendwas nicht in Ordnung.
noch seine Verstellung noch. Doch willst du, wie wird anders als das, was er gewandt wird? Ich stelle mir so für heute an, das Wort von dem Vater gut. Willst du, er ging nicht nur um Vater und fragt, Paar, was los? Er ging nur einem von Paar seine Deiner. Und er fragt, bei dem, was passiert hier? Na, mit der Deiner am Kunden, was hat der Vater hier? Was hat der Vater angestellt? Dein Bruder, der verloren wir, das dreie kommen. Doch das als der Bruder, der wir so ergriffen von diesem Nett, dass er so nettisch wird. Sein junger Bruder, der alles verfasert hat, der alles verhört hat, der alles in den Grund gebracht hat, der kommt nur noch drei, und dem hat er dann auch das Mastkohl für Schlacht, und mit dem Typ der Vier, hat er so vom Nett angenommen. Da passiert was. Man hat mir erzählt, dass die jüdische Tradition, die damals da hat, dass wenn der Vater dem Sohn verlotet hat, dann war der Vierster an die Hölle. Dann war das fast an die Hölle. Und das Vater verleiht dem Sohn, nach seinen ältesten Sehen zu gehen. Der Wohlhaber, der soll mit ihnen kommen. Hei Pracher dann. Doch die Älster sehen, die schlug alles verfeucht, dort und jant und dort und dort. Alles, was er funkt im Nunja rief, rief er den Bruder Nunja. Wenn das nur die Tradition neu war, dann ist die Feier an die Hölle geworden. Wenn es der Bruder mit dem Sohn gewonnen wird. Wenn wir uns das von der betätigen in unsere Glaubensgemeinschaft, in unsere Gemeinde, wir haben auch viel diese ältere Brüder unter uns. Die sagten, ne, das du und da, Kirche, wann dem so, und der hat so getan, und die Hand immer den Finger reut, wird nun ja terrible. Und man sieht auch, wie viel von der jästlichen Futter fehlt mit den Brüdern verlieren. Kann das deswegen sein, dass wir in unserer Glaubensgemeinschaft so wenig feiern? Dass die jästliche Leute so viel sich auf die ältere Brüder ihren Nett konzentrieren und sich mit Teufel aufgeben und deren für sich zu überzeugen, deren für sich anzureden, komm doch nenn, wo die doch bitte hocken und diesen war ich deine mit dem Finger. Wie für jede, was der Sinn vom Leben ist. Der Sinn vom Leben ist, dass wir nur Gott finden und dass wir bei Gott angenommen wurden und dass Gott uns nie das Leben gibt. Und dass wir nicht brücken, sollte in jenem sein, der auf seinen Seinen tun, und nicht richtig so viel. Dass jetzt nicht darum, dass wir uns jenseitig mal darauf treten, und da einer dem anderen anfangen zu beneiden. Gott ist ob für die, wenn du zurückkommst. Die Frau und die von dir ist, bist du reid, das Gebet zu beten, einmal wies mich wo ich sie, und ob auch nachher wies mich, wo du bist. Bist du reid, die aufzudehnen, dass du die selbst seine kosten, dass du die selbst erkennen kost? Und bist du die reid, die aufzudehnen, in der erkennen, wo Gott ist, und wo heu brennt für all die Menschen, die verloren sind? Bist du reid, mitzuführen, wenn die ganze Himmelswelt sich anfängt zu bewegen, willst du ein Sünder zu Buße gekommen ist? So viel, als Jesus das erwähnt hat, dort, wenn ein Sünder zu Amt hier kommt, dann ist ein Fast im Himmel. Der Engel führe, willst ein Mensch zu Amt hier gekommen ist. Bist du reid, mehr zu führen? Ich lade die Enten beten. Vor dem Himmel, Dankeschön sei ich dir, dass du so wunderbar bist. Dankeschön sage ich dir, dass du so großartig bist und dass du dich und jenen rannst, die mit einem Bus vor dir hat nur die kommen. Die da tauschtunen sei, ich habe mich versündigt, die jenen Eber. Ich habe mich versündigt, den Himmel jenen Eber. Und du rannst mit upnen Ohren und jenen und nimmst allem an, die mit dieser Haltung nur die kommt und merkst nie. Und du stellst nicht an aus deiner, sondern du nimmst ab aus deiner. Dankeschön, Herr, dass du so wunderbar bist. Ich bete dir, dass du uns musst erkennen, Leute,
dass du uns musst wiesen, wer wir selbst sind. Und dass du uns musst wiesen, wer du bist. Dass wir in diese kommende Welt uns mit dem beschäftigen, die nur das Channe zu lehren. Wer bist du? Was denkst du über mich? Wer sie ich für dich? Haben, dass wir die vom ganzen Horte viere lehren kennen, hier ab dieser Erde. Und dass wir andere einladen kennen. Und dass wir mit diesen Gefühlen kennen, für die zu feiern, die zu Busse kommen. Und dass wir uns mit diesen Mitfreien kennen, die zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen und die annehmen. Herr Jesus, dass wir hier alle auf die Erde die Taub verherrlichen in ihre können. Ich möchte allem die, das wird dir hier haben, die anbefehlen und bete, dass du dich deinen Heiligen gehst und an so harte Werke machst und von dem evaluieren, was dein Heiliger Welle für uns ist. In Jesus' Namen. Amen.